Kunsthure ist ein Begegnungszentrum, Kunsthure ist eine Galerie, eine Bühne, ein Veranstaltungsraum, ziemlich viel. Tatjana Ivanovic-Petrovic ist Inhaberin des Grazer Lokals Kontroller Kunsthure, das seit November 2011 kreativer Treffpunkt für Menschen aus aller Welt ist. Man kennt und schätzt das Lokal für seinen herzlichen Umgang mit dem Gast. Du merkst einfach, du bist jetzt nicht ein Gast, der konsumieren soll, sondern du bist eigentlich eingeladen, auch mitzugestalten, wenn irgendwas gemacht wird. Man kommt ja nicht herum um die Kunsthure. Ich bin ja auf Facebook und kriegt man, glaube ich, jetzt mittlerweile jeden Tag 5 Einladungen zu Veranstaltungen. Kreative Köpfe aller Art schätzen vor allem die Eventvielfalt, die in diesem Ein-Frau-Projekt stattfindet. Diese ganzen Geschichten wirklich ohne jegliche Förderung schaffen, das ist echt eine Herkulesaufgabe. Beinahe täglich finden in der Kunsthure Events wie der Sonntagsbrunch, Konzerte, Filmabende, Ausstellungen, Latino-Nächte oder Diskussionsabende statt. Sonntagsbrunch ist so meine Lieblingsveranstaltung im Kuntra, weil für die Menschen gekocht wird, weil die Menschen kommen, um da zu musizieren, die sich vorher nicht gekannt haben. So eine Open Stage, man kann kommen und man kann spielen. Und so lernt man sich kennen. So entstehen wunderbare Geschichten, wo ich am Sonntag Leute habe aus 17 verschiedenen Ländern, die weiß ich nicht wie viele Sprachen sprechen und die verstehen sich alle durch Musik. Und die kommen immer wieder und sagen mir, ah danke, dass du das gemacht hast, weil das ist wirklich spitze und das hat gefehlt und es ist gut, dass es dich gibt. Anders als in anderen Lokalen ist es hier wirklich, das ist ein bisschen platt zu sagen, aber es ist wirklich multikulturell. Und es haben hier einige Enklaven ihren Platz gefunden, die spanische, die italienische. Es gibt Abende, da verstehe ich kaum ein Wort. Die Idee hinter dem Lokal ist es, einen Begegnungsraum zu schaffen, der es ermöglicht, neue Leute kennenzulernen und kreative Ideen umzusetzen. Tatjana gelang es hiermit, eine Plattform bereitzustellen, in der alles möglich ist. Es ist ein Ort ohne Grenzen. Die gebürtige Kroatin hat sich für die Umsetzung dieser Idee Graz ausgesucht. Es würde überall funktionieren. Überall braucht man Platz, Raum, wo sich Menschen begegnen. Überall. Hier funktioniert auf eine ganz besondere Art und Weise ein Austausch zwischen den Menschen, den man auch spürt und also der auch gefordert ist. Und die wenigsten sitzen hier alleine rum und wenn sie es tun, dann glaube ich, ist es gewollt. Das finde ich sehr erfrischend. Das hat mir meinen Start jetzt hier in Graz um einiges erleichtert bis jetzt. Integration geschieht auf der Straße, auf einem Konzert, Ausstellung, wo immer sich Menschen begegnen, richtig begegnen. Wo die von Beobachtungsrolle in eine aktive Rolle hineingehen. Und dann passiert die Begegnung. Und ich sehe die Kunsthure als Zünde und Graz hätte Feuer und dann hat er nur Zünde gebraucht. Und das war die Kunsthure.